Geschätzte Luzernerinnen, geschätzte Luzerner, gern schaue ich zurück auf die letzte Session vom Kantonsrat in der aktuellen Legislatur. Der Kantonsrat hat diverse Botschaften und Vorstösse im Bereich der Mobilität diskutiert. Leider wird diese Politik, insbesondere von den Polparteien, immer noch aus dem Schützengraben und einem krassen Schwarz-Weiß-Denken gemacht. Mobilität ist wichtig für alle Regionen und alle Bevölkerungsschichten. Und die Wirtschaft, und die erreichen wir nur miteinander und nicht gegeneinander. Persönlich habe ich mich gefreut, dass der Planungsbericht zu MULU, Zukunft Mobilität Luzern, mit zustimmendem Sinn zur Kenntnis genommen worden ist, dass der Planungsbericht basiert nämlich auf einem Vorstoss aus dem Jahr 2018, den ich eingereicht habe. Weiter haben wir im Planungskredit für das Sicherheitszentrum zugestimmt. Leider hat dieser Antrag auf Etappierung kein Gehör gefunden und weitere Botschaften und Vorstösse beraten. Details finden Sie wie immer in unserem Newsletter. Nicht beraten und diskutiert haben wir neue Massnahmen gegen das Chaotentum rund um Fußballspiel. Für mich absolut unverständlich. Ich verstehe nicht, warum es die SP, die Grünen und die FDP in diesem Thema die Dringlichkeit absprechen. Anscheinend wollen die Parteien weiterhin dem Geschehen zuschauen und haben das Gefühl, der Dialog länge. Für uns ist klar, wir können nicht warten, bis der hinterste und letzte Kanton einer Lösung, die alle zustimmen, zustimmt. Es braucht jetzt eine Luzerner Lösung. Ich hoffe, die Regierung sieht das auch so und wir fordern die Regierung auf, umgehend aufzuzeigen, wie in ihren Augen die Luzerner Lösung aussieht. Falls nicht sofort die Schraube angezogen wird, werde ich mehr die Losierung einer Volksinitiative prüfen. Besten Dank für Ihr Interesse.